So, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Und hier gehen wir jetzt gerade rein und scheinen hier wieder hallo! Geht, Scharfschütze, genau! Läuft! Es läuft wieder, es ist ein Traum. So, mal gucken, ob wir ihm... Komm schon, komm schon, komm schon! Frontkämpfer... Ich finde es schön, dass man automatisch lootet. Was bist denn du? Angriffsdrohne. Was haben wir noch gefunden eben? Schildbatterie 3 als Rüstungsupgrade, Rückstoßdämpfer 3, alles sehr schön. Nehmen wir doch alles mal hin. So, und ich wollte mein Sturmgewehr. Nee, ich wollte eigentlich. Was wollte ich denn eigentlich machen? Gar nichts. Ich wollte gucken, wie es hier weitergeht. Wo Liara endlich wieder auftaucht. Kommt sie jetzt mal? So, auf jeden Fall konnten wir sie mit dem Medigel behandeln. Wieder unser altes, getreues Sturmgewehr. Und hier drüben scheint auch noch irgendwas. Hier, ach, hier war der Gate-Sender. Und hier ist ein Kroganer auch noch. Ach du Scheiße. Ja, Liara lässt sich erstmal gleich wieder vermöbeln. Läuft. Vielleicht sollten wir die Gruppe mal im Kampf wieder aufstehen lassen. So, Kroganer Nummer 1 ist down. Liara auch wieder, also die liegt auch mehr, dass sie steht. Und die Kroganer scheinen ein bisschen empfindlich gegen Strahlung zu sein. Auf jeden Fall lassen sie sich ganz gut. Nicht jetzt, Shepard. Lassen sie sich ganz gut hier mit der Pumpe zur Mitarbeit überreden. Aber was machen die Kroganer hier? Und hier ist ein Transmitterturm und ein Technik-Kit. Notfallinterface, Schildregenerator. Wir sollten ein bisschen auf jeden Fall gucken, dass Liara, dass die nicht immer so vorrennt. Und hier ist also ein Transmitterturm, den wir momentan, wie es aussieht, noch... Können wir den... Hier herrscht ja ein heilloses Chaos. Ich denke, das war die beste Möglichkeit, den Transmitter einfach zu zerstören. Hoffentlich kommen dann, ja, hält das die Gate ein bisschen auf. Was ist denn mit Liara los? Hallo, möchtest du nicht mehr mitmachen? Sie haben versucht, sich hier ein Leben aufzubauen. Und geblieben sind ihnen nur Ruinen. Das ist richtig. So viel Leid, so viel Tod. Und doch bleiben sie und kämpfen. Das ist auch richtig. Ja, keine Ahnung. Also, Liara... Liara scheint nicht mehr mitmachen zu wollen. Okay. Müssen wir respektieren. Tausche ich so demnächst mal um. So, hier das Teil haben wir. Hier geht's jetzt... Upsa. Also, hier geht's weiter. Okay, also hier hinten haben wir zumindest schon mal alles ausgeräubert. Jetzt Liara, nö. Weil Liara kommt nicht mehr mit. Also das, sie ist zwar eine super mächtige Biotikerin, aber, oh, da vorne sehe ich auch schon wieder viel Feind, viel eher. Die haben sich hier wieder in dem Wow. Ja, jetzt ist sie direkt wieder dabei, um hier fröhlich vor sich hin zu sterben. Ja, das muss man nicht immer verstehen. Vor diesen Gate-Verwüstern habe ich ja dann doch noch ein bisschen Respekt. Ach, zumindest haben wir hier hinten in einem Aufwasch alles erledigt. Wofür wir auch diese Energiezelle brauchen, ich weiß es nicht.
So, hier scheint es jetzt aber auf den rechten Pfad zu gehen. So. Also hier geht es nicht weiter. Da geht es nicht weiter. Wahrscheinlich ist das hier die falsche, das falsche Treppenhaus. Und wir müssen tatsächlich durch das andere Treppenhaus. Das ist ein bisschen komisch hier. So, hier ist dicht. Da geht's weiter. So, da rieselt schon der Kalk aus der Decke. Hier war der kaputte Fahrstuhl irgendwo da. So, hier geht's auch noch eine Treppe hoch. Wo ging's denn hier lang? Ah, hier. Ja, ja, okay. Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Genau, und wir hätten hier zurückgemusst. Wir kamen nämlich nur die Treppe hoch und... Hier unten müsste jetzt auch der Kollege wieder warten. So, ich lasse Liara mal ein bisschen regenerieren. So, was haben wir denn hier? Hier ist Faidan, mit dem sollen wir auf jeden Fall sprechen. Der Turm ist gesichert. Danke, Commander. Gut, dass Ihre Kolonie jetzt sicher ist. Danke für Ihre Anteilnahme und Ihren Einsatz gegen die Geth. Wir haben Sie aufgehalten, aber Sie werden zurückkommen. Sie werden es immer weiter versuchen. Keine Sorge, wir haben diesen Transmitter doch zerlegt. Wenn Sie mir bei meiner Mission helfen, kommen hier alle lebend raus. Wir wissen nicht, wonach Sie suchen. Sie landeten und griffen uns an. Das ist alles, was wir wissen. Sie haben Ihr Hauptquartier beim Exogeni-Gebäude bezogen. Dort werden Sie vielleicht Ihre Antworten finden. Was ist Exogeni? Für dieses Unternehmen haben die meisten von uns gearbeitet. Sie haben die Kolonie gegründet. Der Skyway führt direkt zum Exogeni-Gebäude. Sie können es nicht verfehlen. Aber natürlich ist zwischen hier und dort eine ganze Armee Geth im Wege. Ich hatte nicht erwartet, dass es einfach würde. Vielleicht kann ich dann endlich wieder dafür sorgen, dass diese Kolonie funktioniert. So, wir haben ja die Geth aufgehalten. Ich habe einen Geth-Transmitter in den Tunnel zerstört. Die werden nicht länger ein Problem darstellen. Danke, Commander. Wir stehen in Ihrer Schuld. Sie haben uns eine große Last von den Schultern genommen. Ich wünschte nur, ich hätte für jedes Problem so gute Nachrichten. Okay, was den Wassermangel angeht? Kann ich Ihnen helfen, das Wasserproblem zu lösen? Macca Doyle kümmert sich jetzt um dieses Problem. Wenn Sie ihr helfen möchten, sprechen Sie mit ihr. Okay, wie sieht's mit Strom aus? Was ist denn mit der Stromversorgung der Kolonie los? Mayor Connell arbeitet an unserem Stromproblem. Sie weiß sicher mehr darüber als ich. Also für einen Anführer weißt du ziemlich wenig. Und was mit Lebensmitteln? Sie haben eine Lebensmittelknappheit erwähnt. Devin Reynolds ist damit beauftragt, so schnell wie möglich für Nahrung zu sorgen. Wenn Sie ihm helfen möchten, sprechen Sie mit ihm. Okay, werden wir tun? Lassen Sie uns über Sue's Hope und Pharos im Allgemeinen sprechen. Natürlich, Commander. Da war ein seltsamer Mann in den Tunneln. Da lebt ein Mann unten in den Tunneln. Gehört er zu Ihnen? Sie müssen ihn meinen. Er ist ein kranker Mann. Im Ernst? Er scheint nicht nur ein bisschen krank zu sein. Er hat sich seit den Angriffen sehr verändert. Wir wollten ihm helfen, aber das hat er nicht zugelassen. Ich kann meinen Leuten nicht helfen, wenn sie es nicht zulassen, Commander. Gibt's denn da keine Medikamente? Haben Sie keine Medikamente für ihn? Irgendetwas, das ihm helfen könnte? Ich wünschte, es wäre so einfach. Ian war ein guter Mann. Einen, den wir gut gebrauchen könnten. Bitte, Commander, ich möchte jetzt nicht mehr darüber sprechen. Ja, ich hätte ja meine Hilfe angeboten. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Viel Glück, Commander. Also, das ist mir schon wieder alles sehr suspekt hier mit dem... Ja, das ist ein Anführer, der nichts über seine Leute weiß. Wo ging's denn hier weiter? Hier, ne? Ja, der weiß nichts darüber. Ja, keine Ahnung. Der kümmert sich darum. Ich weiß nicht, was da los ist. Ja, das? Nö, das macht der und der. Da habe ich keine Ahnung von. Ach, das? Nö, da musst du mit ihr reden. Sie weiß da Bescheid. Ah, er? Nee, er ist Depp im Kopf. Also mit ihm? Hä? Wir können nochmal mit ihm reden. Danke für alles, was Sie getan haben, Commander. Aber Ihr Heroismus imponiert mir nicht. Warum bist du so sauer? Kann es sein, dass Sie mich nicht leiden können? Wie würden Sie sich fühlen, wenn Ihnen alle möglichen Regierungsstellen Hilfe versprechen und Sie dann hängen lassen? Sie hätten eine kleine Flotte schicken sollen. Stattdessen kam nur ein einziges Schiff. Und Sie interessieren nur die Geth. Erzählen Sie mir bitte von sich, Arcelia. Ich arbeite für einen Sicherheitsdienst. Ich sollte die Kids davon abhalten, das Exogeni-Gebäude mit Graffiti vollzuschmieren. Aber dann ging der Terror los. Ich bin nicht dafür ausgebildet. So etwas hier wollte ich nie. Ich will nur, dass es aufhört.
Ja, okay, das können wir verstehen. Was kannst du uns über die Geth noch was sagen? Was können Sie mir über die Geth sagen? Haben Sie eine Idee, wonach Sie suchen? Ich kann Ihnen gar nichts dazu sagen. Vielleicht sollten Sie sich mal bei Exogeny erkundigen. Was können Sie mir über Exogeny erzählen? Nicht sehr viel. Ich habe dort als Sicherheitsofficer gearbeitet. Sie waren auf der Suche nach Artefakten und anderen Dingen von Wert. Das ist Ihr Geschäft. Sie haben die Kolonie gegründet. Dafür sollten wir Ihnen helfen, irgendwelche Schätze auszugraben. Es ist nicht so aufregend, wie Sie es darstellen. Erzählen Sie mir von Sue's Hope. Ich kann Ihnen nicht viel darüber sagen. Sprechen Sie mit Faidan, wenn Sie mehr darüber wissen wollen. Alter, die ist ja noch beschränkter. Auf Wiedersehen. Ja? Commander? Ich habe für Exogeny als Sicherheitsoffizier gearbeitet. Ja, dann erzähl uns doch mal was von Exogeny. Ja, da kann ich nicht viel drüber sagen. Also, die buddeln da irgendwie. Mhm, okay. Liara backt immer noch da rum, steht lieber. Also Liara müssen wir austauschen, so leid es mir tut. Ne, Liara folgen. Dann, Faidan. Faidan ist der Anführer. Ja, okay, dann erzähl uns doch mal was von Faidan. Erzähl uns doch mal was hier, was ihr hier so macht. Weiß ich nicht. Also wie jetzt hier gerade der Status ist, habe ich keine Ahnung. Hallo, Commander. Schön zu sehen, dass uns der Rest der Galaxie noch nicht vergessen hat. Bitte, ruhe dich aus, meine Liebe. Du darfst noch nicht sprechen. Aber Sie sollten wissen, dass... ich meine, Sie bedeuten viel für uns. Jetzt geht es mir schon besser. Was ist da los? Kann man Ihnen irgendwie helfen? Mir geht's gut. Ich muss nur wieder klar denken können. Diese Schmerzen seit dem letzten Angriff... Es geht gleich sicher wieder. Sie zeigt keine Anzeichen einer Verletzung, aber sie scheint unter Schmerzen zu leiden. Sie muss sich ausruhen. Sie braucht nur etwas Ruhe. Ich glaube, dass da mehr dahinter steckt. Der Typ, der unten in den Tunneln verrückt geworden ist, und sie scheinen irgendwie beide von demselben heimgesucht zu werden. Der eine mehr, der andere weniger. Ja, nochmal auf Faidan zurückzukommen, ja. Also, die Sicherheitsfrau sagt, ja, ich war hier als Sicherheitsofficer tätig und ja, kann ich aber nicht drüber sagen, was die gemacht haben. Red doch mal mit Faidan. Und Faidan sagt, ja, also ich bin hier der Chef der Kolonie, aber wirklich Ahnung, was hier gerade abgeht, habe ich auch nicht. Also es ist alles ein bisschen komisch. So, Davin Reynolds. Sie haben die letzte Angriffswelle zurückgeschlagen. Aber hallo. Sie werden zurückkommen. Und wenn die Geth uns nicht töten, werden wir verhungern. Ja. Was unternehmen Sie, um diese Situation zu lösen? Ich müsste Warenfleischvorräte anlegen, aber das ist zu gefährlich. Der Alpha-Warren ist riesig und eine echte Bestie, vielleicht Tollwut, total außer Kontrolle. Ich kann nichts unternehmen, solange er noch lebt. Ah, der Alpha-Warren, den wir vorhin erschossen haben, also im letzten Part? Ich habe den großen Warren getötet, den Rest überlasse ich Ihnen. Hervorragend. Ich werde sofort eine Jagd organisieren, wenn die Geth beseitigt sind. Gerne doch. Erzähl uns doch nochmal was über dich. Erzählen Sie mir von sich. Da gibt es nicht viel. Ich kam mit meiner Frau Greta hierher. Wir wollten Abenteuer und ein neues Leben. Habt ihr jetzt beides? Das alles hatten wir uns ganz anders vorgestellt. Aber natürlich wäre alles besser ohne diese Geth. Vor dem Angriff hatten wir uns hier gerade gut eingelebt. Erzählen Sie mir von Sue's Hope. Es gibt hier Wachstum, oder gab es. Aber Sie sollten mit Faidan sprechen. Er ist unser Sprecher. Ja, aber er weiß ja nichts. Warum soll ich mit Faidan sprechen? Können Sie mir nichts sagen? Ich möchte jetzt nicht darüber sprechen. Sprechen Sie mit Faidan. Ich muss gehen. Hier, bitte. Nehmen Sie dies für Ihre Mühen. Es ist zwar nicht viel, aber alles, was wir haben. Ja, das ist aber sehr lieb. Ein Medigel haben wir bekommen. Das Ganze war sehr vorbildlich von uns. Ja, Faidan, was ist denn mit Faidan? Hier, Faidan, da, Faidan, Faidan, Faidan. Ich kann es bald nicht mehr hören. Das ist wie Fußball, Fußball, Fußball. So, May O'Connell, du hast doch hier mit dem Strom zu tun. Gute Arbeit mit den Geth. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Das ist doch... Ich brauche allerdings immer noch die Energiezellen für den Generator. Sie klingt ein bisschen wie die Frau Doktor vom Schiff. Aber ja, Energiezelle habe ich zufällig eine gefunden. Ich habe diese Energiezellen in den Tunneln gefunden. Haben Sie danach gesucht? Ich wusste, dass die früher oder später wieder auftauchen. Hier, Faidan gab mir etwas Geld. Es gehört Ihnen. Ach, das wäre doch nicht nötig gewesen. Wenn ich diese Energiezellen wieder einbauen kann, sollte diese Kolonie im Handumdrehen wieder brummen. Oh ja, brummt. Sie haben versucht, sich hier ein Leben aufzubauen.
Und geblieben sind ihnen nur Ruinen. Nur Ruinen, ja richtig. So, Masha Doyle. Seit kurzem haben wir wieder Wasser. Das waren wohl Sie, nehme ich an. Aber jetzt hallo. Jetzt müssen wir sehen, dass wir die Geth loswerden und diese Kolonie wachsen lassen. Hier, bitte nehmen Sie die Credits für Ihre Mühen. Danke nochmals, Commander. Okay, also wir haben auf jeden Fall hier Geld eingesammelt ohne Ende. Haben alle Leute hier glücklich gemacht. Die Kolonie hat wieder Strom, Wasser, Essen und Faidan, mit dem wir jetzt nochmal reden sollen. Faidan hier, Faidan da. Auch mal gucken, ob es schon zu ihm durchgedrungen ist oder ob wir mir jetzt auch gleich was Neues erzählen können. Faidan! Commander, was kann ich für Sie tun? Der Mann in den Tunneln. Da lebt ein Mann unten in den Tunneln. Gehört er zu Ihnen? Sie müssen Ian meinen. Er ist ein kranker Mann. Funktioniert? Was muss für den Wiederaufbau alles getan werden? Es hat uns sehr geholfen, die Geth in Tunnel los zu sein, Commander. Aber wir müssen uns trotzdem noch um andere profane Dinge wie Essen, Wasser und Strom kümmern. Ich bin mir nicht sicher, wo wir bei dieser Angelegenheit stehen. Sie sollten mit den Leuten reden, die Sie beaufsichtigen. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Viel Glück, Commander. So, jetzt ist auch das Ausrufezeichen bei Faidan taucht immer wieder auf. Dabei haben wir eigentlich hier mit ihm nichts mehr zu schaffen, oder? Da haben wir noch ein Schildbatterie 3 gefunden. So, Geth-Angriff zum Exogeni-Haupt. Ah, jetzt können wir den Fahrstuhl benutzen. Das würde ich sagen, machen wir dann auch. Ja, was hier Faidan? Also, der Typ, ne? Ja, ich bin der Sprecher, aber wo wir da jetzt stehen, weiß ich nicht. Also, ich bin der Sprecher, aber sprechen kann ich dann auch wiederum nicht. Das ist alles sehr, sehr suspekt. So, hier ist der Fahrstuhl zum Proteanischen Skyway und der funktioniert jetzt. Ab dafür. Vorsicht! Ah, oh, uns geht die. Sie werden jeden Augenblick hier sein. Geht direkt gut los. Ich weiß nicht, wie viele ich noch aufhalten kann. Geht ja direkt hier gut los. Hallo? Okay, hier. Ah, unser Marco ist da. Der ist durch die Decke geknallt. Selbst in den Ruinen ist die Erhabenheit der Proteaner noch allgegenwärtig. Erinnert mich ein bisschen an Stargate, an die. Wie heißen sie? In Stargate hier die Kollegen. Die auch Atlantis gebaut haben. Ich weiß es gerade nicht mehr, wie sie hießen. Alter, diese. Boah, diese Geth mit ihren Insektendinger. Oh, scheiße. Und das sind diese Läufer. Ah, es geht. Die letzten gingen nach Süden. Wonach suchen die? Wir empfangen ein schwaches Kommsignal. Ich kann es aufgrund der Störungen nicht lokalisieren. Okay, den ersten haben wir zerlegt. Okay, und der proteanische Highway ist wirklich am Arsch. Wow, 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 wow. Freund der Sonne. Ist der kaputt? Der ist kaputt. Und das heißt, wir sollten. Hier ist irgendwo noch einer. Da ist noch mehr, Commander, aber ich kann es noch nicht orten. Passiert da was? Lisbeth könnte noch da drin sein. Es ist erst einige Tage her. Lisbeth? Wer ist jetzt schon wieder Lisbeth? Okay, wir werden die Sachen mal weiter verfolgen. Schnellspeichern geht jetzt gerade nicht. Auch nicht schlecht. Dann werden wir hier diese. Hausnummer. Die Proteaner, die haben aber wirklich hier was gebaut. Und das ist alles schon 50.000 Jahre alt. Das muss man sich hier mal auf ist der. Meine Tochter. Ich warte, solange ich muss. Ja, okay, dann verstehe ich alles. Das ist natürlich ziemlich unschön. Ja, die geht. Kommt mir so ein bisschen wie so ein Hybrid vor aus. Aus den Borg von Star Trek und aus was denn noch? Die Borg und noch irgend sowas. Irgend so Insektendinger. Irgendwo lebt noch was hier. Ich kann es aber nicht orten. Irgendwo hinter uns ist noch eine Lebensform aktiv. Wahrscheinlich unter uns in den Tunneln. So, und die gute Frau vermisst ihre Tochter.
alles voll mit Hindernissen. Da passiert etwas. Da ist eine Art Fahrzeug. Keins der geht. Okay, das soll hier... Sie können uns sehen. Wir müssen in der Nähe sein. Vergessen Sie sie. Wir müssen uns um die Gate kümmern. Nein, wir werden hier kurz anhalten. Ja, Freunde, dieser Part auch mal wieder ein bisschen actionreicher. Faidan, ich werde aus dem Kerl nicht schlau, steht da nur rum. Die Leute scheinen aber Angst vor ihm zu haben. Und obwohl er irgendwie nicht weiß, was da abgeht, sich ja auch nicht interessiert, ich habe so ein bisschen das Gefühl, der kollaboriert mit den Geht, beziehungsweise mit unserem Erzfeind. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein paar Kolonisten gefunden, die verschüttet waren. Schauen, ob wir die retten können. Und dann sehen wir uns, wenn ihr mögt, wieder im nächsten Part. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.